Oh Gott. Oh Gott. Also ich muss ja zugeben, da hat mich das Spiel echt gekriegt. Nein, Simon, du hörst jetzt keine Musik. Pack den Walkman weg, Junge. Ich war so auf den Bienenstock fokussiert, dass ich gar nicht auf die Tür so richtig geachtet habe und was da steht. Schokoladentrüffeltür. Und wer frisst Trüffel? Schweine. Oh Gott, das ist schon leicht kreativ, das Rätsel, muss ich zugeben. Darauf muss man erstmal kommen. Fettes Schwein. Los, schnüffel die Trüffel. Genau, fress die Tür auf. Oh Mann, ey. Okay, wir kommen endlich rein da. Bin mal gespannt, was wir hier so finden. Ist das etwa ihr Zuhause oder warum legt sie sich da erstmal hin? Ich bin nicht Dr. Doolittle, weißt du? Oh, jetzt will ich mit ihr reden. Er ist nicht Dr. Doolittle, Imkerpfeife. Können wir damit die Bienen beruhigen? Und an den lecker Honig kommen. Der lecker Honig. Für das lecker Mädel. Mal sehen, was er dazu sagt. Nee, nicht reden mit. Das sieht aus wie eine Art Joint für Imker. Das ist doch bestimmt nicht alles hier Ofen. Wie Oma einen hatte. Kannst du ihn aufmachen? Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Okay, es ist ja nur ein Ofen. Ne? Schauen wir uns mal den Tisch an. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Oh Gott, an welches Märchen erinnert mich das hier? An die drei Bären. Sieht sehr gemütlich aus. Nur, dass es nicht drei Betten gibt und drei, weiß ich was. Ah, den Hut nehmen wir mal mit. Ein Imkerhut. Also ich glaube, hier wohnt der, dem der Bienenstock gehört. Wie nicht naheliegend. Und soweit scheint es das hier auch zu sein. Der Tisch. Das Bett. Kannst du dich da reinlegen? Ich habe keine Zeit zum Faulenzen. Nee, will er nicht. Aber okay. Jetzt legen wir uns mal mit den Bienen an, würde ich sagen. Aber das hat es in sich gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich darauf von alleine irgendwann gekommen wäre, mir die Tür nochmal anzugucken. Das hat eben auch geklickt. Er hat gerattert im Kopf. Echt. Trage mal den Hut. Den trage ich, wenn ich ihn brauche. Ja, du brauchst ihn jetzt. Das geht doch so nicht. Doch. Okay, dann benutze die Pfeife mit dem Bienenstock. Genau, jetzt mach das. Rauchiger Honig. So. Alle Bienen sind bekifft. Okay. Ah, das Wachs nimmt damit. Ich habe etwas Bienenwachs aus dem Korb genommen. Was soll ich damit wieder anstellen? Das ist klebriges, gelbes Wachs vom Bienenstock. Und den Bienenstock? Stock? Das ist eine Nummer zu groß. Nee, den will er nicht mitnehmen. Okay, jetzt haben wir Bienenwachs. Was machen wir damit wieder? Welche kranken Rätsel sind damit wieder gestaltet? Ach, Rapunzel, wach doch mal auf. Rafummel. Das ergibt doch keinen Sinn. Rafummel die Bummel. Was mache ich mit dem Bienenwachs? Toller. Es war mir so klar, dass ich hier nur wieder vor 5 Minuten weiterkomme. Aber immerhin, ich bin im Haus jetzt. Oder kann er das Wachs irgendwie in den Ofen packen oder so? Er will den Ofen ja so nicht aufmachen. Benutze Wachs mit Ofen.
Das geht doch so nicht. Nee. Das Bienenwachs mit dem Tisch und dem ganzen... Das geht doch so nicht. ...ganzen Zeug benutzen? Nein, warum auch? Es muss ja wieder kompliziert werden. Wenn ich noch mehr Items im Inventar habe. Das ist klebriges, gelbes Wachs vom Bienenstock. Klebriges Wachs. Was wollte ich mit klebrigem Wachs anfangen? Vielleicht nochmal jetzt dahin zurück, wo ich nicht rüberkomme? Ach, das ist bestimmt auch fatal. Und nicht wirksam. Das Brett irgendwie mit dem Wachs verkleben? Ach, das klappt alles nicht. Ich muss gleich nochmal ausmachen, glaube ich. Und wieder gucken, wo es weitergehen könnte. Oder auch nicht. Immerhin habe ich meine beiden Tipps jetzt erschöpft. Und jetzt muss ich erstmal wieder alleine weiterkommen. Jetzt kann ich mir gleich eine Komplettlösung anschauen. Obwohl mir ja nicht genau gesagt wurde, was ich machen soll. Das finde ich auch gut so. Denn so konnte ich nochmal ein wenig alleine grübeln. Gehen wir da hoch. Genau. Wenn ich immer nur die Parts raushauen würde, die ich schaffe, ohne weiterzukommen, wären es, glaube ich, 6-7 Minuten Parts. Das EP hätte ziemlich viele Parts. Und mir war so, jetzt bräuchte man hier irgendein anderes Stück Holz. Dann können wir mal das Bienenwachs probieren. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das so nicht. Die Saudi. Das Bienenwachs mit dem Keil kombinieren. Das geht doch so nicht. Das funzt alles nicht. Und damit endet der Part mal wieder. Nach 7 Minuten. Nicht mal. Und der Part geht aber sofort weiter, wenn ich weitergekommen bin. Was bei mir vielleicht 3 Tage dauern kann oder so. Bis gleich. Ba, 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 ba. Und weiter geht's. Ich habe einen Anhaltspunkt, wie es weitergehen könnte. Und auch noch was anderes rausgefunden. Zunächst habe ich rausgefunden, dass wir... Oh, ich habe es schon gespeichert. Ach, ist ja auch nicht so schlimm. Man kann das Seil mit dem Magneten kombinieren. Das ist der Magnet mit dem Seil dran. Genau. Damit können wir wahrscheinlich irgendwann was angeln. Das bringt uns noch nicht weiter. Aber mein Herzblatt war hinter, als es sich den Part angeguckt hat, wo ich im Verlies noch festgesteckt habe. Warum ich nicht Simon mal die Pfefferminzbonbons selber schlucken lasse. Und daran habe ich gar nicht gedacht, dass der die auch selber lutschen kann. Und da kam mir eine Idee. Erinnert ihr euch noch an den Schneemann, der uns im Weg steht? Yep. Entschuldigung? Gebärth. Mir ist so nach Pfefferminzbonbons extra scharf. Lass dir schmecken, Simon. Ein heißer Rülpser und es hat sich aus... Wow! Heißes Zeug! ...ausgeschneemannt. Heißes Zeug. Und dann gucken wir mal, was uns hier oben erwartet. Wenn es denn hier hoffentlich weitergeht. Ja, sieht so aus. Holy Crapness. Turm des Schicksals. Das sieht schon so Endgame-mäßig aus. Irgendwie glaube ich, dass die keine Besucher wollen. Habe ich auch so ein Gefühl. Und ich frage mich, ob es jetzt hier wirklich weitergeht oder ob ich gleich wieder zurückgehen darf. Hey, hey, hey! Wie typisch. Gerade als ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Oh Gott, Simon. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Du nimmst sie mir echt aus dem Mund. Sie sind groß, schwer und verzaubert. Gerade als ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Scheiße. Ja, hier brauchen wir eindeutig einen Zauber, der uns eine Brücke erschafft. Also ich denke mal, das können wir, wenn wir ein Zauberer sind, mit dem Buch und dem Zauberstab machen oder so. Keine Ahnung. Aber bis dahin bringt uns das hier noch gar nichts, weil das, denke ich mal, eindeutig zum Endboss, zum Endlevel führt. Wo der böse Zauberer drin steckt.
Es hat was von Herr der Ringe mit dem Turm. Hops, hops. Jo, so viel dazu, ne? Es geht weiter und so. Als ich dachte, ich würde endlich Fortschritte machen. Und 10 Minuten später. Ich weiß nicht, ob es uns weiterbringen wird. Oder ob ich wieder nach 2 Minuten da sitze und denke, ich dachte, jetzt geht's mal weiter, aber es tut's mir nicht. Jedenfalls, in diesem Haus hier, das wir vor einiger Zeit geplündert haben, wohnt jetzt wieder jemand. Wer könnte das nur sein? Willkommen in Naismith, der Apotheker-Taverne. Ihre Nummer 1 für Liebestränke, Allheilmittel und Dreh. Oh, du bist es. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Helfen Sie mir? Wie wär's mit ein paar kostenlosen Tränken als Dank für meine Rettung? Das klingt doch gar nicht schlecht. Ja, der Druide ist wieder da. Nachdem wir ihn befreit haben. Das wäre nett, doch. Okay, ich habe einen ganz besonderen Trank für dich vorbereitet. Es ist aber ein Sammlerstück und du darfst ihn nur im äußersten Notfall benutzen. Was macht er denn so? Was genau bewirkt er? Ich weiß nicht. Er kommt aus einer anderen Dimension. Einer meiner Kollegen hat ihn mir mitgebracht. Er ist inzwischen pensioniert worden, der Arme. Er kam zurück und erzählte nur noch von Hasen und Teepartys und solchem Zeug. Sehr seltsame Angelegenheit. Ich nehm's. Eine Bedingung hätte ich aber noch. Wisst ihr, wonach das klingt? Alice im Wunderland, Schrumpftrank. Das hab ich doch wieder geahnt. Wenn du den Trank haben willst, musst du mir erst etwas besorgen. Ich brauche ein bestimmtes Kraut, um meinen Zustand als Frosch kontrollieren zu können. Es heißt Froschfluch. Meine Quellen besagen, dass es nur an einem Ort namens Schädelinsel gefunden werden kann. Wenn du es findest, kannst du den Trank haben. Haben wir ein... Ich glaube, ich muss es jetzt holen. Oder ich werde diesen Trank niemals bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Wo soll ich denn das wieder herbekommen? Von der Insel habe ich noch nie was gehört. Quark. Was ist eigentlich mit den Kräutern hier oben? Da bin ich doch immer nicht rangekommen. Können wir die jetzt mitnehmen mittlerweile? Ich komme nicht dran. Vielleicht mit unserem neuen Wurfgeschoss. Das geht doch so nicht. Nee. Mit der Schere kommen wir auch nicht ran. Boah, es ist hoffnungslos. Jede kleine Spur führt mich auf eine neue Barriere, die ich erstmal nicht überwinden kann. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, was soll's, Leute? Ich kann's auch nicht ändern gerade. Wir genießen ein wenig die Musik hier. Und fragen uns, wie lange der jetzt Frosch bleibt. Ich kann ja mal raus und reingehen. Tut mir leid, alter Kumpel. Noch kein Glück gehabt. Okay. Das wird so also noch nichts. Naja, Leute, ich mache jetzt hier einmal Schluss. Die Folge ist jetzt aus 3 Einzelteilen zusammengeschnippelt worden. Soll mir auch recht sein. Und wenn ich irgendwann mal eine längere Spur habe, hoffentlich, geht's wieder weiter. Bei Let's Play Simon the Sorcerer. Bis dann. Ciao.